Okay. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mache ich einen kleinen Live-Test mit Sachen, die ich noch nicht getestet habe. Ich bin total gespannt, ob die funktionieren. Die haben nämlich alle große Werbeversprechen. Und zwar ist das einmal dieses Teil hier. Es ist ein Pinselreiniger, der in 10 Sekunden die Pinsel säubern und trocknen soll. Großes Versprechen, da schauen wir auf jeden Fall dahinter. Das nächste sind Extensions, die verhältnismäßig wirklich super günstig waren. Und ich will die einfach testen, weil für so einen Preis kriegt man die, glaube ich, sonst echt nirgends. Deswegen werden wir da gleich mal die Qualität anschauen. Und Lip Kits, und zwar sollen die wasserfest sein. Ihr könnt ja jetzt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr meint, dass die ihre Werbeversprechen halten. In 10 Sekunden ein Pinsel säubern und trocknen, finde ich schon krass. Echthaar-Extensions, die eine mega Qualität haben sollen für einen günstigen Preis. Und Lipkits, die krass wasserfest sein sollen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint, was hält hier sein Werbeversprechen und was funktioniert auf gar keinen Fall. Legen wir los mit diesem Teil hier. Ich schaue erstmal, was drin ist. Ich verlinke euch übrigens alle Produkte hier unten in der Infobox. Da ist so ein Teil hier. Oh. Okay, das dreht sich. Dann ist hier, sieht aus wie so ein Goldfischglas in so einem Film. Für den Box ist dann noch, für den Box. Leute, man merkt, ich habe eine Videopause hinter mir. Für die Box ist auch so ein Deckel mit dabei. So. Und solche Dinger, die... Ups, da ist ein Haar. Na? Jetzt ist es auf dem Boden. Ich muss eh putzen. Die anscheinend da drauf kommen. So, Moment. So. Und in der Gebrauchsanweisung habe ich gelesen, dass der Pinsel dann hier reinkommt. Oh, der passt. Passt der? Es gibt auf jeden Fall für unterschiedliche Pinseldicken. Schön reinquetschen. Ich habe mir übrigens diese drei Pinsel jetzt für dieses Video rausgenommen, weil ich die wirklich jeden Tag benutze. Mein Blushpinsel, mein Contouringpinsel und mein Puderpinsel. Und ich erinnere mich nicht daran, wann ich sie das letzte Mal gewaschen habe, was eigentlich super eklig ist. Aber deswegen sind wir jetzt hier und deswegen wasche ich die jetzt hier live mit euch mit diesen komischen Teil. In diese Box gebe ich jetzt etwas Wasser rein. Nee, schon ein bisschen mehr, ne? Okay, ich habe es jetzt mal so voll gemacht. Shampoo muss auch noch rein. Shampoo. Tada! Das war jetzt das einzige Shampoo, das ich irgendwie da hatte, wo ich dachte, es ist vielleicht ein bisschen sensibler. Also ich mache jetzt einfach mal ein bisschen was rein. Ah, da geht noch was. So. Und ich habe mir das jetzt irgendwie so vorgestellt, dass ich den Pinsel jetzt hier reinhebe, unten schleuder und dann oben drüber nochmal schleuder. Ich probiere es einfach mal. Oh. Oh, oh, oh. Oh, das wackelt aber ganz schön, Leute. Boah, ich sitze hier auf meinem Bett. Ich muss hier nachher noch schlafen. Vielleicht muss ich den irgendwie fester machen. Nee, geht nicht fester. Wow. Alter, der Pinsel geht richtig ab da unten drin. What? Boah. Oh mein Gott, wenn dieser Pinsel kaputt ist, dann trauere ich dem hinterher. Jetzt anscheinend noch reinhalten, aber nicht ins Nasse, also oben drüber. Und wieder dieses Drehding anmachen, das irgendeinen Wackelkontakt hat. Alter, seht ihr, wie dieser Pinsel abgeht? Mein armer Pinsel! Fuck my life. Okay, so sollte das eigentlich nicht aussehen. Und trocken ist er auch nicht. Ich mache den mal hier an, nur um euch das zu demonstrieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für einen Pinsel gesund ist. Contouring? Okay, also ich kann ihn wieder so schön zusammen machen, aber ja, die Form ist irgendwie nicht mehr ganz so geil. Er ist schon deutlich sauberer, das muss man den wirklich lassen, aber was ist mit der Form passiert? Ich bin etwas enttäuscht. Schade. Ich habe irgendwie gedacht, das Teil kann mehr. Und die anderen Pinsel werde ich da jetzt nicht reintunken. Das nächste sind die Extensions. Die hole ich hier mal aus der Verpackung raus. Also, ich weiß nicht, wer von euch sich schon mal mit Extensions auseinandergesetzt hat. Also, bei Extensions gibt es ja unterschiedliche Längen und unterschiedliche, ja, Grammzahlen. Also, quasi wie dicht die Haare sind, ne? Also, das ist schon mal mehr als meine eigenen Haare. So komme ich um meine Haare nicht rum. Das sind gefühlt doppelt so viele wie meine Haare, die ich hier auf dem Kopf habe. Weil ich habe wirklich sehr, sehr dünne Haare. Und die sind auch sehr lang.
Ich verlinke euch die auch in der Infobox. Und ich muss wirklich sagen, dass die mit meiner Haarfarbe einfach 1:1 übereinstimmen. Das ist so geil. Anfühlen tun die sich auch ganz gut. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal den Echthaar-Extensions-Check und versuchen da mal eine Locke reinzumachen. So, während mein Lockenstab gerade aufheizt, habe ich mir gedacht, zeige ich euch noch kurz, wie das ist hier unten. Normalerweise werden Haare ja unten immer dünner. Das hier wäre jetzt eine von den Dreier-Tressen. Und klar, auch die werden unten dünner, aber nicht arg. Also ich habe auch andere zu Hause, die ich mir vor Ewigkeiten mal gekauft habe. Und die sind unten sehr viel dünner. Und jetzt machen wir den Lockencheck. Ich bin gespannt. So, ich gehe jetzt einfach mal hier so rum. Ich glaube, das reicht schon. Oh Gott. Oh yes. Mhm. Es funktioniert. Oh, ich freue mich so darauf, die reinzumachen und mir Locken zu machen. Eine Freundin hat mir nämlich erzählt, wenn man Extensions reinmacht, bei mir hält ja irgendwie nichts, wenn man Extensions reinmacht, dann sind die ja mit den normalen Haaren quasi gemischt und dann halten auch die Locken im eigenen Haar, weil die quasi von den Locken von diesen Haaren gehalten werden. Und oh mein Gott, diese Locke ist einfach so schön. Auf jeden Fall muss ich die mir noch zuschneiden lassen. Also ich werde damit zum Friseur gehen und dann wird der mir die so zuschneiden, dass die auch zu meinen Haaren passen und dass da ein hübscher Übergang ist. Und deswegen werde ich die jetzt auch noch nicht reinmachen. Aber ihr werdet da bestimmt noch Bilder auf Instagram damit sehen, weil hallo! Hier muss ich wirklich sagen, gerade auch weil ich den Vergleich habe, ich habe mir damals, als ich gekellnert habe von meinem ersten Gehalt, habe ich mir Extensions gekauft, auch echte Extensions. Und ich muss sagen, die waren teurer und waren von der Qualität nicht so geil. Die haben jetzt, glaube ich, 150 Euro oder so gekostet, was echt voll okay ist, weil es gibt da ganz andere Anbieter, da zahlt ihr 300, 400, 500 Euro für diese Länge und diese Masse an Extensions. Deswegen auch die verlinke ich euch in die Infobox. Ich werde auch noch nach einem Code fragen, falls ihr daran Interesse habt, den würde ich euch dann auch hier unten reinschreiben. Und jetzt kommen wir zu den Lip Kits. Bei diesen Lip Kits habe ich euch in der Insta-Story gefragt gehabt, welche Farbe ihr auf meinen Lippen sehen wollt. Und die meisten, also eigentlich ging es ziemlich 50-50 aus, aber es waren ein bisschen mehr, upsala, die für diese Farbe gestimmt haben. Deswegen werde ich die drauf machen. Ich weiß nicht so genau, ob das meine Farbe ist, aber das ist egal, weil wir testen, ob es wasserfest ist. Aha, Lip Kit. Hätte ich mir denken können, dass da zwei Sachen drin sind. Ein Lip Liner und eine Liquid Matte Cream. Matte Liquid Cream. So, jetzt haben wir es. Achtet bitte nicht auf meine Lippen. Ich habe hier auch ein bisschen eine eingerissene Lippe am Rand, weil ich Eisenmangel habe. Ich nehme auch schon brav Eisentabletten. Aber das dauert ja immer ein bisschen, bis sowas verheilt. Also nichts Schlimmes. Ich trage jetzt erstmal den Lip Liner auf. Jetzt male ich das Ganze noch aus und dann kommt die Lip Cream drüber. Also jetzt schon mal ganz kurz zu dem Lip Liner. Der ist fest, aber trotzdem noch cremig, also super angenehm. Bin gerade überhaupt nicht damit zufrieden, ey. Ich benutze so selten Lip Liner. Der Lip Liner ist super, aber ich bin einfach eine Katastrophe darin, meine Lippe nachzumalen. Jetzt machen wir mal die Lip Cream drüber. Yay! Oh, ich liebe sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das meine Farbe ist, aber... Also ich finde die Farbe brutal geil, aber ich weiß nicht, ob sie zu mir passt. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Boah, ey, im Kameradisplay sieht es aus, als hätte ich mir die Lippen einfach schwarz gemacht. Richtig heftig. Aber ist schon eine krasse Farbe. Aber cool. Coole Farbe. Soho. Okay, ich lasse es ein bisschen trocknen und dann machen wir den Wassertest. Es sind ein paar Minütchen vergangen und ich würde mal davon ausgehen, dass das jetzt trocken ist. Also abfärben tut auf jeden Fall schon mal nichts. Das finde ich sehr gut. Ich mache jetzt den Wassertest, weil angeblich waterproof und so. Deswegen habe ich mir hier mal Wasser hergestellt. Ich glaube, ich mache einfach ein bisschen was auf so ein Wattepad. Wetten, ich versaue jetzt übelst mein Bett. Ich muss trotzdem drin schlafen. Ups. Okay. Das ist jetzt echt mega nass und da dürfte das ja jetzt eigentlich nicht abgehen. Ich mache erstmal den Test hier. Einmal tropfen lassen. So. Okay, ich glaube, da wird bei einem normalen
Mit dem Stift auch noch nichts passieren. Aber was mir hier auffällt, ist, dass es so richtig abperlt. Ich sehe so richtig so Wasserperlen auf meinen Lippen. Nochmal hier eben ein Foto für euch, damit ihr das auch seht. Das blende ich euch jetzt hier gleich mal ein. Und jetzt reibe ich einfach mal drüber und schaue, was passiert. Okay, also minimal ist hier drauf und hier ist auch ein Ding so ein bisschen ab. Es ist wie so ein Lack, so stelle ich mir das gerade vor, wie so ein Nagellack, wenn er getrocknet ist. Kein Ding, Wasser perlt ab und so, aber der kann auch splittern. Und ich habe so das Gefühl, dass das hier wie so ein Lack auf der Lippe ist. Und hier ist ein bisschen was abgegangen. Aber Wasser hat es ausgehalten, Reibung hält es nicht aus. Mein nächster Test ist jetzt, ob es mit Micellenwasser weggeht. Ich meine, ich reibe da ja jetzt auch drüber, aber es gibt ja tatsächlich Lippenstifte, die man damit nicht wegkriegt. Was ich dann auch schon wieder gar nicht mal mehr so cool finde, weil dann musst du das mit Öl machen. Also ich fände es schon gut, wenn es hier mit weggehen würde. Okay, es macht jetzt nicht viel mehr als das Wasser. Krass, aber es hält trotzdem ein bisschen noch hier unten, obwohl ich jetzt Reinigungszeug auf meinem Wattepad habe und wirklich richtig fest reibe. Wenn man jetzt wirklich so richtig drüber reibt, hält es das nicht, aber ich fand es trotzdem wirklich sehr gut und fand es auch schön, wie das Wasser so abgeperlt ist. Also den Rest werde ich mit Öl und mit dem Make-up-Entferner wegmachen, wo ich auch meine Augen, also meine Wimperntusche immer mit wegmache, da ist nämlich Öl drin. Schreibt mir doch mal, wie ihr diese Live-Tests findet. Soll ich mehr solche Live-Tests machen? Wie findet ihr Produkte? Also einerseits die Extensions hält einfach immer noch. Ich fass es nicht. Dieses Teil hier ist bei mir sowas von durchgefallen. Was ist das? Ich weiß es nicht. Es war mal ein Pinsel. Ja, damit würde ich mich jetzt verabschieden von euch mit einer wunderschönen Lippe. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr gerne für Videos sehen wollt. Und wie ihr solche Live-Tests findet. Und dann würde ich sagen, bis dann. Ich laber immer so viel, ne? Ciao!